ist in Utah geboren und wohnt immer noch in Ogden, wo er auch herkommt. Er hat 17 Siege, 5 Niederlagen, ein Unentschieden. Es ist sein 26. Kampf. Er hat bisher noch keinen Titel geboxt. Und hier Riddick Bowe, der im Finale der Olympischen Spiele von Seoul gegen Henry Lewis verloren hat. Im folgenden Jahr dann ins Profilager überging. 1967 geboren. Also 38 Jahre alt im August. Eine lange Pause gemacht nach seinen beiden Niederlagen, Siegen, aber es waren so gut die Niederlagen gegen Andrew Golota. Vorher hat er gegen Jorge Gonzalez und Evander Holyfield gewonnen. Er war der WBO-Schwergewichts-Weltmeister. Die hat er sich von Larry Donald geholt. Vorher gegen Evander Holyfield um den WBA-Weltmeistertitel geboxt und verloren. Gegen Jesse Ferguson hatte er den IBF-Weltmeistertitel oder den WBA-Weltmeistertitel geholt. A very good evening to you and we welcome you to the Pechanga Resort and Casino here in Temecula, California, as we present the featured bout of the evening, brought to you by Goose and Tudor Promotions in association with the Pechanga Resort and Casino. This bout coming away is sanctioned by the California State Athletic Commission. The chairman, Chris Mears, commissioner in attendance, Armando Vergara, and the executive director is Dean Lohais. Introducing to you our three judges scoring this bout from ringside, Ray Corona, Lou Filippo, David Denken, and our referee in charge of this bout. He'll be giving instructions after the introductions, Pat Russell. Right, fans, here we go with our featured bout of the evening. 10 rounds of boxing in a heavyweight special event. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, live from the Pechanga Resort and Casino, it's time for the best damn sports show period main event of the evening. Introducing to you first on my left, he is fighting out of the red corner, wearing black trunks with silver lettering, and fighting out of Ogden, Utah. He weighed in at 228 pounds with a record of 18 wins, 5 losses, and 1 draw. He has 10 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome Billy the Kid Zumbrun. Opponent across the ring on my right, fighting out of the blue corner, wearing white trunks with red trim, proudly representing his home of Brooklyn, New York. He weighed in at 280 pounds even. His record stands at 41 wins, only one defeat, 33 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome him in his comeback trail. Here is the 1988 U.S. Olympic silver medalist and the two-time heavyweight champion of the world, introducing a man who calls himself Sweet, 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 introducing Riddick Big Daddy. Now to give instruction. All right, there's the line right there. There's the line right there. 10 rounds. Touch him up. Come out the bell. Good luck. Ja, dieselben. Herr Juni, war das vorhin kurz angesprochen worden? Die letzte hatte ich vielleicht erwähnt, dass bei einer Verletzung und nach folgendem Kampfabbruch bis zur fünften Runde die Punktekarten gewertet werden, danach gilt derjenige als Besieger, nicht weiter boxen kann. Ja, Golota war natürlich der Mann, der die Karriere von Riddick Bowe
schöne Zeit wahrlich zu einem Ende brachte. 96, das ist 9 Jahre her. Er hat seitdem einen einzigen Kampf gemacht im vergangenen Jahr. Sein erster Comeback-Kampf gegen Marcus Rhode. In der zweiten Runde gestoppt. Hatte hier mit Billy Zumbrunn keinen schweren Gegner, aber einen doch etwas besseren Mann als Marcus Rhode geholt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Andrew Golota zehnmal besser ist als Riddick Bowe heute. Was natürlich daran liegt, dass Riddick Bowe auch riesige Probleme hatte. Ja, er hatte große Schwierigkeiten in seiner Ehe. Er hat mental auch allerlei Auf und Abs durchgemacht. Ist auch krank und hat einige Dinge getan, die man eigentlich von einem Gentleman nicht erwartet. Nichts so fürchterlich Schlimmes, aber immerhin. Das hat alles dazu beigetragen, dass seine Karriere ziemlich lang unterbrochen worden ist. Und wie gesagt, es war Andrew Golota, dessen Comeback auch ein bisschen besser verlaufen ist, zumindest was die ersten beiden Kämpfe anging. Seine letzte Auseinandersetzung mit Lehman Brewster war dann wiederum eines der Fiaskos, für die er so bekannt ist wie für seine unerwartet guten Leistungen. Ein Mann, der sein Talent nie voll erfüllt hat. Ich spreche über Andrew Golota. Wahrscheinlich der beste Mann, der nie Weltmeister geworden ist in den letzten 10 Jahren. Gute Treffer da von Riddick Bowe. Stop punching. Let him go. Step out. Don't need me. Go. Nach dem Kampf gegen Golota hätte Lennox Lewis mit Sicherheit Hacke Peter aus Riddick Bowe gemacht. Aber dieser Kampf ist ja damals nie zustande gekommen. Und Billy Zumbrunn, der hier einen sehr viel schwereren, einen sehr viel größeren und einen sehr viel erfahreneren Mann vor sich hat, dürfte versuchen, sich hier über die Runden zu retten, so ehrenhaft wie möglich. Riddick Bowe im Wesentlichen doch zu langsam geworden, zu schwerfällig. Aber sein Können sollte man auch für einen Mann wie Zumbrunn reichen. Natürlich auch eine Ermutigung. Riddick Bowe hat genauso viel Angst wie du. Riddick Bowe kann ordentlich austeilen. Er hat von seinen 41 Siegen 33 durch K.O. gewinnen können. Und seine beiden Niederlagen, das war eine gegen Evander Holyfield, das war um den WBA und den IBF-Titel, wie ich vorhin erwähnt habe, war eine Punkteniederlage über 12 Runden. Und hat einmal einen No-Contest gehabt, also keinen Kampf, das war gegen Buster Mathis Jr. Und das war schon alles, denn eine weitere Niederlage gab es nicht. Das ist ein Mann mit einem brillanten Kampfrekord. Schöne Rechte da von Zumbrunn.
Und die kleine Schauanlage von Riddick Bowe zeigt eigentlich nur an, dass er zugibt, er ist getroffen worden. Das ist das Einzige, was Simon hier machen kann, Schnelligkeit ausspielen. Denn Riddick Bowe ist wirklich wie ein tapsiger Bär im Augenblick. Schnell rein und raus oder clinchen. Von Zimbrunn. Zu langsam. Ex-Weltmeister, der Zweifache. Die Runde gehört Billy Zumbrunn. Und weiter geht's mit der dritten Runde in dieser Auseinandersetzung zwischen Riddick Bowe und Billy Zumbrunn. Wir haben eine kurze Rückblende und Zumbrunn hat sich in der letzten Runde sehr gut gehalten. Er hat die Runde gewonnen. Tja, und all die Mädchen täuscht nicht drum hinweg, dass Riddick Bowe hier eine ernste Aufgabe vor sich hat, als er dachte. Schöne Arbeit da von Zimbrunn. Gewichtes und seines Könnens würde ich meinen, dass Riddick Bowe immer die Chance hat, Zumbrunn auszunocken. Wenn ich glaube, dass Zumbrunn die Schlagkraft hat, um das mit Riddick Bowe fertig zu bekommen. Das bringt mich zu einem von mir nicht sonderlich geliebten Thema. Durch die Frage Nehmerqualität oder Nehmerfähigkeit. Während ich natürlich voll akzeptiere und nachvollziehen kann, dass es nicht gut ist, wenn man viele Schläge einsteckt. Oder es ist auch nicht die Frage, wenn man von Nehmerqualitäten spricht, sondern es ist eine Frage des Deutschkönns. Muss man in aller Klarheit sagen. Und ich sage das nicht deshalb, weil ich das Thema unbedingt möchte, sondern es ist mir aufgedrängelt worden. Nehmerfähigkeit heißt Können und das hat überhaupt nichts mit Können zu tun, sondern das ist eine Sache, mit der man geboren wird. Die Fähigkeit, etwas einstecken zu können oder nicht. Und Qualität heißt ja nur Eigenschaft. Güte, Qualität ist nichts anderes als eine Beschreibung als Zustand. Es gibt gute Qualität, gibt schlechte Qualität. Und jemand, der Nehmerqualitäten hat, hat nicht unbedingt gute Nehmerqualitäten, sondern das muss man schon dazu sagen. Auch wenn bei einigen Leuten Qualität immer gut ist, bei den meisten unterscheidet man zwischen guter und schlechter Qualität. Also so wie bei den Werbeleuten, die ziemlich lange behauptet haben, sie hätten keine Konkurrenten für die eine oder andere Firma. Es gäbe nur Mitbewerber, was natürlich nichts anderes ist als dasselbe in Latein. Konkurrenz sind Mitbewerber. Und dasselbe trifft natürlich hierzu jemand, der nicht mal Fähigkeiten hat. Nichts anderes als das. Jemand Nehmerqualitäten hat, und zwar gute Nehmerqualitäten. Also nichts darüber aussagt, ob man nun dadurch an Gesundheit gewinnt oder verliert, aber das ist ja offensichtlich. Wenn man manchen Leuten immer noch der Spruch stimmt, leichte Schläge auf den Hinterkopf, dann das Denkvermögen. Und nicht jeder, der
Ahnung vom Boxen hat, hat auch unbedingt Ahnung von jedem deutschen Wort. Um etwas primitiv zu formulieren. Das ist eine Frage der deutschen Sprache und ich will mich auch nicht einmischen, was die ZDF-Kommentatoren sagen oder nicht sagen. Das ist mir ziemlich schnuppe, weil wenn sie recht haben, haben sie recht. Kannst du nicht lassen, muss es doch noch loswerden. Eines meiner meistgehassten Wörter, zwar weil es fast immer falsch benutzt wird, ist das Wort ultimativ. Ich kann nur sagen, Jungs, bevor das benutzt, guckt man gut nach, was es wirklich bedeutet. Schönes Boxen, wirklich gutes Boxen ab und zum Mund. Tja, er führt Dolikow ein bisschen vor, muss ich sagen. Er lässt den Bär tanzen. Die Geschichte da, sie ist da oben in der schwarzen Zeile. Zumindest kein Boxer der ersten Klasse, er ist nicht in den ersten 10 der Weltrangliste, aber er hat Leute geboxt wie Joe Hip. Er kann schlechter als Tony La Rosa oder Billy Douglas. Genug Ahnung, genug Erfahrung, um sich hier den schweren Schlägen von Riddick Boyd zu entziehen. Er spielt seine Beweglichkeit aus und so soll es auch sein. Na, das war ein bisschen tief. Von Riddick Bowe. Und die Schlagkraft, sowas verlernt man auch nicht so schnell. Weil man, wie gesagt, damit mehr oder weniger geboren wird. Entweder hat man Schlagkraft oder man hat keine. Zum Monat hat sich bisher hervorragend geschlagen. Sehr gutes Boxen, hat natürlich aufgrund des Niederschlags die letzte Runde abgegeben. Statistik, ihre eigenen Kommentatoren und Leute, die sie interviewen. James Toney zum Beispiel hören sie bei uns nicht, aber sie sind nicht sicher, ob das ein Verlust ist. Riddick Bowe.
Das ist auch schon ein bisschen wärmer, ein bisschen schneller mit seinem Jab, mit seiner Führungshand. Schnelligkeit plus Gewicht. Aber man muss das Gewicht haben, man muss die Schnelligkeit haben. Das mit dem Gewicht ist in der Regel nicht so ein Problem, alles mit der Schnelligkeit und dann beides zusammenbringen. Treffer. Die Runde ging klar zugunsten von Billy Sumbun. Ganz klar. Nun, wie wollte ich um ihm sogar eine 10-8-Runde gehen. Tja, da holen ihn die Sünden der Vergangenheit ein. Ja, zu viel mit seiner Gesundheit gehasst. Da fehlt dann doch die Schnelligkeit. Harte Treffer. Auch wenn es keine entscheidenden Treffer sind, so sind diese Schläge auch für ein Reliquo nicht das, was er will. Schlecht diese Begegnung. Wir kommen die zweite Hälfte und bisher ist noch alles offen. Wenn überhaupt zum Run etwas vorliegen. Zum Hauptproblem war dieser eine Niederschlag. Schwierigkeiten reiten, aber hier ist er selber mit einer schönen
Serie drin und einer Rechte war voll drin am Kopf. Mit der Dauer dieses Kampfes zum Brunnen an Selbstvertrauen gewonnen hat. Die erste Runde war wohl seine zittrigste. Alles, was danach kam, das war sehr ordentlich von ihm. Wir machen aber erstmal eine kurze Pause und sehen uns dann den Rest an. Stimmt, seine Führungsrunde funktioniert, aber er muss besser boxen als bisher. Er braucht mehr als nur eine gute Runde. Für mich liegt zum Bodenmann nach vorn. Man nimmt den Jab von Reddy Bird zu häufig und unnötig, meine ich. Mangelnde Konzentration. Ja, Bird hat die letzte Runde gewonnen. Sehe ich nicht so, aber wie dem auch sein mag. Zum Mond hier mit einer fantastischen Vorstellung. Und ich muss sagen, die Paarung ist sehr viel besser, als ich dachte. Von Sumbrunn wiegte 3 oder 4 von den Töpfern mit der Führungshand von Riddick Bowe auf. Selbst die beiden Linken von Sumbrunn waren steifer als das, was Bodem abliefert. Schöne Linke von Bowen, das war zweimal ins Leere. Ja, der Jab von Bowen ist immer noch ganz ordentlich, zumindest wenn er warm wird. Die Runde war mindestens ausgelegen. Ich hier würde sogar meinen Sumbrunn war der bessere. Ja, die härteren Treffer gelandet. Bowe hat ein bisschen mehr mit der Führungshand gemacht. Aber das war's dann auch. Das ist ein Schatten seiner selbst.
aber immer noch recht gut. Das ist kein Widerspruch. Er war mal sehr gut, er war mal brillant. Bis Gulota gegen ihn geboxt hat. Das war eine epische Begegnung. Ja, so sehe ich es auch. Die letzte Runde habe ich auch zum Boden gegeben. Genau, nicht den Rücken zudrehen. Unart vieler Boxer. Etwas, wo er sich selber gefährden. Diese Vogelstrauß-Politik bringt nichts. Damit sind wir rund im Augenblick. Das ist nicht unbedingt notwendig. Das ist nun nicht unbedingt notwendig. Kann nicht sagen, dass es falsch ist, aber nötig ist es nicht. Verloren, da kann sich drehen, wenn wie er will. War es überhaupt nicht unbedingt seine beste Runde hier. Langsam das Tempo inzwischen. Und zum Boden kann nicht mehr seine Schnelligkeit ausspielen. Er hält nur noch, er klammert nur noch. Und vielleicht wird es ja besser, wenn er sich erholt. Das war zum Beispiel schon klasse. Gut, die Runde gewinnt er so und so nicht. Aber ein bisschen Achtung kann er sich verschaffen. Zum Run war fast immer falsch rum um Reddick Bowe, das heißt zur Schlachthand von Reddick Bowe. Aber interessant, dass der das bisher nur einmal hat wirklich nutzen können. Ja, die Runde geht zugunsten von Reddick Bowe, keine Frage, wegen der Verwarnung. Die Runde hätte er sowieso verloren, keine Frage. Insofern ist eine 10-8 Runde vielleicht gar nicht unangebracht. Hat in der ersten Hälfte der Runde einfach zu viel gehalten, zu viel geklammert, auch wenn er nachher mit ein, zwei schönen Kombinationen zum Zuge kam. Aber da hat er ein paar gedonnert bekommen und da musste er sich von erholen. Die vorletzte Runde in dieser Auseinandersetzung zwischen Ex-Weltmeister Reddick Bowe und Billy Zumbrunn. Zumbrunn 33, Bowe 38. Jahre alt. Aber Bowe auch durch seinen Lebenswandel ziemlich mitgenommen. Außerdem weit von seinem idealen Kampfgewicht entfernt. Sie sehen es, wie es da
in der Hüfte beim Schwabbelt. Wenn Zumba seine Angriffe hier richtig plant, das heißt, dass er hier Zeitgefühl und richtigen Rhythmus dafür entwickelt, braucht er nicht allzu viel zu tun, aber er darf Reddick Bowe hier nicht die Initiative überlassen, denn wenn der mit seiner Führungshand arbeitet, dann steckt Zumba das in der Regel ein. Und das sind zwar keine harten Treffer, aber steht da Tropfen, hüllt den Stein, auch das zählt. Wenn, dann sollte er so machen, wie es gerade getan hat. Abducken in den Mann gehen, auch wenn er hier keinen Treffer landen konnte. Zumindest hat er selbst die Zeit bekommen. Und wenn er aktiv ist, stoppt er. Aber er hat zu viel Erfahrung, um seine Führungshand nicht permanent einzusetzen. Sie sehen es. Er tut's hier mit guter Wirkung. Keine Schlagwirkung, sondern einfach vom Kampfablauf her ist die Wirkung ideal. Er ist der Mann, der boxt, er ist der Mann, der trifft. Auch wenn es nur schlappe linke Jabs sind. Das sind Nadelstiche. Das sind keine. Das sind schon heftige Treffer. Trotzdem, die Runde geht an Bowe. Zum Wohl hat zu wenig getan, wie auch in der letzten Runde. Aber da ist er hart getroffen worden. Wenn er ihn beschäftigt hält, dann kann er ihm nicht so eine Serie an den Kopf knallen. Entscheidend ist die Führungshand. Da wird Reddick Bowe der richtige Ratschlag gegeben. Er soll nichts Unsinniges tun, sondern einfach weitermachen. Vor allen Dingen den Jab einsetzen. Jab ist kein richtiger harter Treffer. Das ist noch nicht mal unbedingt eine knackige Linke. Ganz im Gegenteil, ist ein Stichelchen, Stichelei, eine Nörgelei. So heißt zum Beispiel der Impfstich auch ein Jab. Wenn Zumbo die letzte Runde hier gewinnt, die zehnte in dieser Auseinandersetzung mit dem zweimaligen Weltmeister Reddick Bowe, dann hat er für mich den Kampf gewonnen. Der Ringrichter ist zwar etwas lautstärker und öfter zu hören, als das sonst üblich ist in amerikanischen und englischen Ringen, aber er macht es richtig. Er unterbindet damit hier einen Großteil der Unsauberkeiten, die sich sonst hier bereit gemacht hätten. Aber er macht es eben nicht, um sein Ego in den Mittelpunkt zu stellen, sondern er macht es, um den Kampf zu fördern. Ja, doch keine langen Vorträge. Phlegma Faulheit, die Zumbrun die Linke von Bowe immer wieder fressen lassen. Ist unangenehm, aber nicht so unangenehm, dass er wirklich was tun will. Und das ist ein Fehler von Zumbrun.
So schön. Das waren 8 bis 10 Jabs wert. Dann Schlitz zurück, sich klammern, das hat zum Mona wieder falsch gemacht, aber das war eine Heftigkeit in der Hitze des Gefechts. Dann haben Schlitz zurückgegangen, hätte den zu tief abgedrückten Bau richtig schön treffen können. Natürlich clever, sowas von außerhalb des Rings zu sagen. Ui, zwei klare, satte Dinger. Bo hält nichts von dem Arm. Und zum Boden insistiert nicht darauf. Die Runde hat er wohl gewonnen. Zum Boden. Na nun, lässt er sich doch dazu hergeben, dazu hinreißen. Ja, eine überraschend gute Leistung von Billy Zumbrunn, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Und ich muss sagen, das ist schon die ganze Sache wert gewesen. Blickwo, wie schon gesagt, ein Schatten seiner selbst, aber immer noch ein guter Mann. Sein Kampf war absolut brillant. Bloß den darf man nicht überbewerten. Zumbrunn hat natürlich mit diesem Kampf vor allen Dingen sich selbst stärker ins Rampenlicht gebracht, denn eine Begegnung mit Riddick Bowe und eine gute Leistung gegen Riddick Bowe, ein Sieg gegen Riddick Bowe. Das sind natürlich Dinge, von denen ein Billy Zumbrunn nur träumen kann. Das heißt höhere Zahltage. Das steigert seinen Wert. Das Urteil. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of action. We have a split decision here. Oh, eine Mehrheitsentscheidung. Judge at ringside, Ray Corona scores about 95 to 93 in favor of Billy Zumbrunn. 95-93 zugunsten von Billy Zumbrunn. Lou Filippo scores about 96 to 92 in favor of Riddick Bowe. 96-92 für Riddick Bowe. Judge at ringside, David Denken scores about 96 to 92. In favor of the winner, Riddick Big. 96-92.